die am Montagabend bekannt gegebene Nominierungen der diesjährigen MTV Video Music Awards haben für einige Überraschungen gesorgt. Rapperin Cardi B, 25, ist als einzige Künstlerin in gleich 10 Kategorien nominiert, darunter auch als Artist of the Year, neben Superstars wie Ariana Grande, 25, und Raquel, 31. Ihr Song, Finesse, ein Duett mit Grammy-Gewinner Bruno Mars, 32, geht in der Kategorie Best Collaboration und Song of the Year ins Rennen. Mars darf sich in diesem Jahr über insgesamt 6 Nominierungen freuen. Beyoncé, 36, und Jay-Z, 48, gelten ebenfalls als heiße Favoriten. Die Carters sind für ihr Video zum Song Appetite in 8 Kategorien nominiert, unter anderem in Video of the Year. Dicht gefolgt vom kanadischen Rapper Drake und Multitalent Donald Glover, 34, alias Childish Gambino, die beide 7 Nominierungen einheimsen konnten. Camila Cabello, 21, hat 5-mal und Kate, 20, 4-mal die Chance auf die begehrte Trophäe. Ariana Grande, die mit No Days Left to Cry 5-mal nominiert ist, twitterte nach der Bekanntgabe, sie sei dankbar und aufgeregt. Eher weniger Glück hatte dieses Mal Superstar Taylor Swift, 28. Trotz ihres sehr erfolgreichen Albums, Reputation und einer fast ausverkauften Stadiontour ist die 7-fache VMA-Gewinnerin in diesem Jahr nur 3-mal nominiert. Ob die Sängerin somit überhaupt über den roten Teppich schreiten wird, bleibt abzuwarten. Die MTV Video Music Awards werden am 20.